Damit deine Videos nicht mehr langweilig aussehen, schau dir gerne dieses Video an. Gewöhnlich nutzen wir das Smartphone im Hochformat. Daran gewöhnt man sich sehr schnell und so filmt man dann auch sehr schnell im Hochformat. Diesen Fehler habe ich am Anfang auch öfters gemacht. Wenn wir jetzt im Hochformat filmen, haben wir da den Nachteil, dass wir nicht das volle Bildmaterial ausnutzen und rechts und links einen schwarzen Balken haben. Der einzigste Vorteil im Hochformat zu filmen ist, das Videomaterial für Instagram zu nutzen oder auf dem kompletten Smartphone-Display das Video angezeigt zu bekommen. Filmst du also im Querformat, überwiegen die Vorteile. Sobald du das Videomaterial auf dem PC oder auf einem Monitor anschaust, siehst du das ganze Bildmaterial. Stellen wir jetzt noch das Format 16:9 oder 21:9, je nach Smartphone ein, können wir auch den typischen Kinoausschnitt auswählen. Also quasi unterhalb und oberhalb des Bildes entsteht ein kleiner schwarzer Balken. Wähle verschiedene Perspektiven. Auch die Perspektiven entscheiden, ob das Videomaterial eher spannend oder eher langweilig aussehen. Solltest du also aus der Standardperspektive filmen, hat dies zur Folge, dass das Bildmaterial eher langweilig aussieht. Spannender wird es, wenn du eine Perspektive wählst, die für das menschliche Auge eher ungewöhnlich ist. Also zum Beispiel aus der Hocke filmst oder ganz nah vom Boden aus. Auch Motive als Vordergrund, wie zum Beispiel eine Pflanze, Blumen, Sträucher, sind ein guter Indikator für abwechslungsreiche Aufnahmen. Probiere dich hier einfach ein bisschen selber aus. Nutze alle Kameralinsen. Die meisten Smartphones heutzutage haben alle schon dreimal optische Kameralinsen und diese solltest du auch alle nutzen. Der Wechsel zwischen den Kameralinsen kann dein Video nämlich viel interessanter machen. Filme zum Beispiel die erste Sequenz in deinem Video sehr weitwinklig. Damit zeigst du dem Betrachter die Umgebung. Die nächste Szene sollte etwas gezoomt sein und danach zoome noch weiter ins Bild von einer anderen Stelle aus. So lassen sich noch weitere Details vom Motiv zeigen. Aber beachte, dass du jeweils eine Sequenz von jeder Aufnahme filmst und nicht ins Bild hineinzoomst. Dieser Zoom-Bereich sieht dann nicht mehr wirklich cinematisch aus. Mache spannende Übergänge. Um cinematische Aufnahmen zu machen, solltest du auf jeden Fall auch auf die Übergänge achten. B-Roll-Aufnahmen eignen sich hier besonders gut. Eine B-Roll-Aufnahme solltest du auf jeden Fall im Vorfeld etwas üben. Ich zeige dir hier mal eine einfache Variante. Eine sehr einfache B-Roll-Aufnahme ist es, die Person von hinten zu filmen und in den Himmel zu schwenken. Die nächste Szene soll dann so aussehen, dass man vom Himmel auf die Person von vorne filmt. So einfach lassen sich B-Roll-Aufnahmen erstellen. Wenn dich das Thema interessiert mit B-Roll-Aufnahmen, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Es gibt so viele verschiedene Varianten, dann kann ich darüber auch nochmal ein extra Video machen. Um richtig schöne cinematische Aufnahmen zu machen, solltest du auch auf die richtige Framerate, also die Bilder pro Sekunde achten. Das fertige Videomaterial sollte dann in 24p, also 24 Bilder pro Sekunde, ausgegeben werden. Du kannst also in den Aufnahmen gleich 24p in den Bildern einstellen. Hierbei ist aber zu beachten, dass das Ganze dann sehr schnell wackelig aussehen kann, deswegen lohnt es sich da auch ein Gimbal zu nutzen. Eine weitere Möglichkeit ist es, um cinematische Aufnahmen zu machen, das Bild zu verlangsamen. Also wenn wir jetzt 60 Bilder pro Sekunde einstellen, also die 60p, dann können wir im Nachhinein im Schnittprogramm das Video um 50% verlangsamen und so haben wir dann auch ungefähr die 24 Bilder pro Sekunde. Sollten wir aber im Nachhinein das Bild dann nicht verlangsamen und die 60 Bilder pro Sekunde so stehen lassen, dann sieht das Videomaterial nicht wirklich cinematisch aus. Aber nicht nur die Bilder pro Sekunde, also die Framerate, ist entscheidend, auch die richtige Verschlusszeit solltest du einstellen. Beim iPhone in der Standard-App lässt sich leider die Verschlusszeit nicht einstellen. Es gibt aber Apps wie zum Beispiel die Filmic Pro App. Mit dieser lässt sich dann die Verschlusszeit oder auch sämtliche weitere Einstellungen vornehmen. Die App kostet was, aber es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich diese App zu kaufen.
Die Verschlusszeit richtet sich nach der Bilder pro Sekunde, die wir eingestellt haben. Filmst du jetzt in 4 oder 25p, solltest du die Verschlusszeit auf ein 50stel einstellen. Filmst du in 50p, solltest du dann die Verschlusszeit auf ein 100stel einstellen. Warum du die Verschlusszeit so einstellen solltest, liegt an der Bewegungsunschärfe. Hier mal ein Beispiel. Beim Standbild fällt das noch nicht auf, aber sobald sich das Motiv bewegt, fällt einfach die Bewegungsunschärfe auf und die ist für das menschliche Auge einfach gewöhnt, deswegen sieht es viel realistischer aus. Bei einer Einstellung von 1/50 oder 1/25 kann es auch passieren, dass das ganze Bild viel zu hell ist. Um das Bild dunkler zu bekommen, gibt es sogenannte variable ND-Filter, die werden einfach auf die Kamera draufgeklippt und so kann man das Bild dann verdunkeln. Wenn dir das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Du kannst auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao!